Grüßt euch Jungs, nicht erschrecken. Ich komme zwar aus dem Osten und habe kurze Haare, aber ich will nicht die AfD. Ja, ich habe mir Specialized Diesel geholt für 1500 Euro. Und ich habe euch gedacht, das ist ein mega Schrotthaufen. Ne, Schrotthaufen ist das falsche Wort, aber das Fahrrad, was einfach minderwertige Teile dran hat und auf Dauer nicht so hält. Und ich muss sagen, ich fahre es jetzt schon ein Stück und es hält alles super vernünftig gut. Laufräder stabil, Bremsen, ja, die sind ein kleines bisschen schwach. Da sind Shimano MT 501, 201 dran. Die können ein bisschen besser sein, aber ja, einige Sachen muss man an dem Fahrrad auf alle Fälle ändern, aber so grob fürs Paket, was Geometrie und Fahrkomfort angeht, gutes Fahrrad. Ich zeig's euch mal. So, also das ist das Radl, ne? In der Farbe schwarz finde ich persönlich nicht so schön, aber will's machen. So, ne? Eine Bremse, ja, habe ich glaube ich vorhin verredet. Eine MT 501 ist dran. Klassisch zwei Kolben, vorne, hinten. Ja, geht von der Bremsleistung her, könnte wirklich ein bisschen mehr sein. Schaltung ist ein XT dran mit Shadow Technik. Das heißt, man kann den Arm straff stellen und dann hat er kein Schlagen mehr. Irgendwo drauf. Oder die Kette ist dann einfach straffer. Das Fahrrad kommt standardmäßig zweifach. Ich habe es aber auf einfach umgerüstet. Einfach ein Swam Kettenblatt holen und Tschüssikowski. Pedalen habe ich gut. Ich habe die XDR herangetüdelt. Die funktionieren soweit. Sattel muss ich sagen. Ist recht bequem, aber gut, das muss jeder für selber rausfinden. Kommt drauf an, welchen Arsch man hat, der damit zurechtkommt. Ne? Ja, Griffe ist ganz gut, sind jetzt schon ordentlich Kilometer alt. Und wie man sieht, kaum abgenutzt. Gut, hier an den Rändern, ja, aber ist ja gar nichts. Ne? Ja, da bin ich. Das muss ich sagen, die Schramme kam davon. Mal gucken, ob man es sieht. Genau hier hinten hat es die Kette reingehämmert. Ist vom letzten Ritzel hochgeflogen. Ich habe es nicht getreten und bin da aufgeschlagen. Und da war praktisch mein Handy in der Tasche. Und mein Handy hat es hier so aufgefangen. Aber es ist nicht kaputt gegangen. Ja, das einzige Problem, was ich bei dem Fahrrad manchmal hatte, dass die Kurbel anfangen zu knacken. Ich habe zwar hier das Schräubchen immer ordentlich festgezogen, also es ist alles wirklich, ne, wie sein soll. Das passte auch, aber ja, ging leider manchmal kaputt. Dann eigentlich nochmal zur Gabel. Man kann die Druckstufe komplett zumachen. Und ich weiß nicht, am Anfang hat es mal funktioniert, nur jetzt federt sie immer noch. Das ist ein bisschen nervend, ne? Aber gut, ist halt so. Und ich bin jetzt nicht fett, aber ich fahre halt gerne strafferes Setup. Ich fahre die aktuell für 90 Kilo. Und ja, man sieht, ich habe noch ein bisschen Reserve. Ich könnte wirklich ein bisschen, könnte ich noch Luft rauslassen. Ne? Und ja, so zur Farbe muss jeder selber fisch sehen. Ich finde es in dem Babyblau am schönsten. Das Schwarz sieht halt, ja, schwarz halt, ne? Kann man nichts falsch machen, aber richtig ist es auch nicht. Nee, und die, ach stimmt, zur Gabel habe ich vergessen. Das ist eine Reva SL, unten Zugstufe. Verstellbar, oben Druckstufe und ja, die Gabel, würde ich jetzt sagen, ist voll in Ordnung. Ich weiß nicht, was sie wiegt oder so. Ach ja, zum Gewicht nur vom Fahrrad. Ich hatte davor, die haben es dreifach gekostet. Ja, ich müsste jetzt raten, über den Daumen gepeilt würde ich sagen, was in die 12 Kilogramm. Und die ganzen Spacer, die ich noch drunter habe, ist eigentlich nur der Grund dafür, weil ich manchmal sehr steil bergab fahre
und ich das nicht möchte, dass ich dann so eine extrem flache Front habe, da fühle ich mich, wenn es ein kleines bisschen höher ist, wohler. Ja, das sieht nicht so geil aus, aber ja, solange mich die Style-Polizei nicht im Bikepark verhaftet, ist mir das egal. Funktionieren soll es, ne? Ja, und was ich mal hoffe, dadurch mir schon einige Hardtails zerbrochen sind von der Rahmen her, dass das Modell hält. Wenn ich fange an zu weinen. Ach ja, und Größe ist eine L und ich bin 1,80 Meter groß. Ich hätte auch eine M nehmen können, ein bisschen handlicher, aber so ist in Ordnung, ne? Ja, und stimmt, das nächste, was ich vergessen habe, nur ein Wort zur Qualität der Laufräder. Ich bin jetzt schon unglaublich viel Bikepark alles gefahren. Und wie man sieht, die Laufräder laufen nur wie eine 1. Alter, spricht nichts dagegen. Es funktioniert wirklich mega geil, ne? Von daher läuft. Eigentlich, was man wirklich nur machen muss, andere Bremsen kaufen. Weil, ja, wenn man mal in Österreich oder keine Ahnung, längere Abfahrt hat, ich bremse es nicht so viel. Würde ich jetzt so behaupten, aber die Bremse wird dann äußerst schwach und ja, wenn man viel auf ein Rad fährt, dann muss ich schon. Es sind halt einfach zwei Kolben und es ist halt einfach eine einfache Bremse. Die muss man auf alle Fälle ändern. Laufräder fand ich eigentlich voll in Ordnung. Gut, Reifen, die durch einfach nur runterschrubben und dann haue ich neue drauf. Ne? Dann hole ich mal andere. Aber so vom Grip und alles muss ich sagen, ist es wirklich für das Geld ein geiles Fahrrad. Also kannst du kaufen.